Situationen haben, die eure Reise betreffen, auf die ihr allerdings keinen Einfluss habt, sei es jetzt. Ja Leute, ich habe keine Hose an. So sieht's aus. Und so sieht auch mein Meal jetzt hier aus. Und so sieht mein Content-Konsum morgens nach dem ersten Arbeitsblock aus. Eigentlich ist der gar nicht so wirklich existent, weil ich wirklich gucke, dass ich bis ich ja eigentlich alle Check-ins, alle Nachrichten, alle To-Dos, quasi den ersten Arbeitsblock erledigt habe, eigentlich gar nichts großartig mache. Bis auf Arbeiten. Was eh gut ist, weil so bleibt man im Fokus, im Modus und lässt sich nicht ablenken. Ist effektiv. Jetzt wird aber erstmal ganz effektiv hier ein Bild gemacht. By the way, Leute, schaut mal hier. Die Story hinter dieser wundervollen Rocker-Tasse erzähle ich euch gleich. Wilde Zeiten. Nee, das Boom-Boom-Logo kann ich nicht im Vordergrund lassen. Ich muss schon meinen Namen hier. So nämlich. Was sich jetzt wohl mein Sponsor denkt. ich habe bei Rocker Nutrition tatsächlich ein Praktikum gemacht. 2018. Das klingt so weird. Von 2018 auf 2019. Ende 2018. Noch 2019. Nach meiner ersten Season direkt. Das ist einfach schon 4 Jahre her. FS, 6 Jahre her. 6 Jahre her. Mein Gott. Ich bin fucking alt. Dachte so damals, wäre doch eigentlich cool, sein studentisches Praktikum, sein Praxisteil 6 Monate bei Rockham zu machen. Andere sind irgendwie ins Ausland, andere haben irgendwie wirklich bei KPMG, bei Wirtschaftsprüfern, bei Consulting-Agenturen, bei was auch immer ihre Praktika gemacht, wie man es halt in einem BWL-Studium macht. Oder sind zur Volksbank gegangen. Und ich dachte, nee, gehe ich mal in die Marketingabteilung, in die Praktikantenabteilung von Rocker Nutrition. War die schlimmste Zeit in meinem Leben. Wenn ihr die Story hören möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare, warum das so grauenhaft war. Wer hätte es gedacht? Damals auch noch alles anders als jetzt. Ganz anders. Also jetzt Rocker und damals Rocker. Ihr müsst ja auch für euch vorstellen, Rocker Nutrition war ja wirklich das Unternehmen in Deutschland. Das wirklich marktführende Unternehmen in Deutschland, wo eigentlich so jeder eingekauft hat. Also die waren in aller Munde. Und als sie dann vegan wurden und als dann bestimmte Skandale passiert sind in den letzten Jahren und Dinge vorgekommen sind, ja, die dem Unternehmen jetzt, glaube ich, nicht ganz so gut getan haben und natürlich auch andere Unternehmen groß geworden sind, ist das Ganze eher südwärts gegangen, so rein nach meiner Wahrnehmung. Naja, wie auch immer, das gönne ich mir jetzt hier rein. Und wie gesagt, ersten 6 Check-ins sind schon durch. Einige werden noch kommen von gestern, von heute, auch schon von morgen. Und dann schauen wir mal, was wird. Später noch eine ordentliche Push-Session. Pull gab es ja schon gestern im letzten Vlog. Alright, rein da. Heute Push. Aber wir fangen mit Pull an. Und gehen danach noch an den Adduktor. Bedeutet, erstmal Kleinkram und dann geht's an den großen Stuff. Heute auch wieder an die 50er Dumbbells. Bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie die laufen werden. Letztes Mal schon einmal probiert. Und dieses Mal zum zweiten Mal. We'll see. Wichtig hier bei den Riddle Draws, ungefähr schulterbreiter Griff und wirklich Schulterblätter fixiert halten. Keine aktive Bewegung, keine Dehnung mitnehmen und also keine Dehnung in den Schulterblättern, keine aktive Bewegung in den Schulterblättern zulassen, sondern nur eine natürliche und eben dann wirklich eine kurze Pause in der Kontraktion, eine kurze Pause in der Dehnung, dass ihr auch wirklich die hintere Schulter angesteuert bekommt und auch wirklich schön in den Ziehmuskel reinarbeiten könnt. Das ist hier das A und O. Zug nicht zur Hüfte, sondern gefühlt zum
unteren Rippenbogen. Und wie gesagt, dann kurzer Hold in der Kontraktion. Wirklich hier aktiv in die hintere Schulter reinarbeiten. Und dann noch ganz wichtig, so viel labern, dass ihr vergesst, bei welcher Wiederholung ihr seid. Jetzt wird dann gezählt und 13 Reps werden angepeilt. Mal sehen, was wird. Echt aufpassen, weil ich da nicht komplett verkrampfe im Nacken. Das war schon mal das Problem, dass ich immer so sehr verkrampft bin im Trapez und dann meinen Hals 2 Wochen nicht drehen konnte. Ja, perfekt. Aber bis jetzt 3 Zyklen, jetzt fast 4 im Plan und eigentlich problemfrei. Was Gutes. So, jetzt 2 Sätze Adduktor. Natürlich mit der komplett falschen Hose dafür, weil die ist viel zu eng und spannt in der Dehnung. Was bedeutet, dass sie zum einen reißen könnte und zum anderen auch viel Dehnung abnimmt, was gar nicht mal so geil ist. Aber ich habe es einfach vergessen, obwohl ich es genau weiß. Lieben wir. Bedeutet 3 Sekunden Pause in den Umkehrpunkten. Zumindest in der Kontraktion, da muss der Muskel wenigstens irgendwas tun. Aber dieser Hämmer-Adduktor ist einfach zum Kotzen. Hüfte immer schön hinten lassen. Als nächstes gibt es dann die erste Push-Übung. Und zwar in der guten alten Hämmer Chest Press. Und kann euch nur empfehlen, nicht pauschal, aber in den meisten Fällen macht es schon Sinn, einer konvergierenden
in der Kontraktion schwer werden, werden mit Push-Variationen zu arbeiten, um dann fortfolgend eine etwas leichtere, drückende Bewegung in der Kontraktion zu machen. Einfach weil ja, die deutlich mehr von euch abverlangt. Und wenn eure Brust schon ermüdet ist, da nochmal dann ja, gut Progression zu schieben. Gerade wenn es in der Kontraktion so dermaßen schwer wird, dann schafft ihr diese Grinder-Raps meistens nicht mehr. Gut, wie gesagt, erster Satz mit 62,5. Mal gucken, ob es 8 werden diese Woche. Letzte Woche 7,5. Dann schauen wir mal, was so geht. Ein bisschen tiefer die Bank einstellen, dass ich auch schön nach oben wegdrücken kann. Eine kurze Pause in der Dehnung. Und explosive. Der Satz war schon mal ziemlich gut. Schauen, was der zweite so bringt. Gleiches Gewicht. Gleiche Kadenz. Schauen wir mal. 7 werden schön. 8 werden natürlich schöner. Ich habe aufgehört zu drücken. Perfekt. Hätte ich eigentlich noch gekriegt an einem guten Tag, aber ist okay. Ist okay. 2 Sätze Benchpress. Und ich bin immer so ein bisschen nervös. Allein das Umsetzen ist ja immer so eine Sache bei 50 Kilo Hanteln. Weil irgendwann ist es halt einfach so eine 50-50-Geschichte, ob du sie perfekt im Schwerpunkt hältst oder leicht abdriftest und dann extrem viel Kraft aufbringen musst, um sie wieder ja, zu stabilisieren. Wir hoffen mal, dass alles gut geht. Aber ja, einfach unvoreingenommen reingehen, dann wird das schon. War wohl nix. Aber ich hab's versucht. Weiß auch nicht, was da los war. Eine vom Druck auf die Hantel komplett misgrooved. Und dann war's das mit dem Satz. Aber immerhin die 6 von letzter Woche nochmal gematcht. Das war mal das Wichtige und die letzte war auch deutlich leichter als letzte Woche. Sonst hätte ich die 7. nicht nochmal probiert, auch wenn sie aussichtslos war. Naja, back off, hinterher und dann geht's an Dips.
weiter geht's mit drei Sätzen Dips. In dieser wunderschönen Dipmaschine, die wahrscheinlich auch mitunter verantwortlich war für meine Ellbogenbeschwerden. Aber mittlerweile geht's. Und, der Ellbogen wird besser. Was absoluter Win ist, weil es vor allem eins gibt, Lebensqualität. Wenn du ständig irgendwas aufhebst oder irgendwie den Ellbogen durchdrückst oder was auch immer putzen musst. Und bei jedem Druck, der irgendwie auf dieses Gelenk wirkt, ein stechender, ekelhafter Schmerz einhergeht, ist das echt nicht schön. Und, demnach ballern wir jetzt. Keine Gefangenen. Und schauen wir mal, was geht. Bankdrücken war übrigens guter Backoff-Satz. War Match Reps und deutlich, deutlich akkurater. 1000 Punkte heißt nicht so, da geht's. 44. Okay, jetzt erstmal. Was wird kippen hier? Das hat sich bisher falsch angehört. Keine Übung, wenn mein Kopf derart rot wird. Alter. Ich glaube, es waren 12, oder? Ich glaube, es waren 12. Fleiß. Ein Straight Set. Und das Core Set. Yes. 10 Atemzüge. Wichtig bei Rest Pause jetzt immer die Pause standardisiert halten. Von Woche zu Woche, aber auch von Satz zu Satz natürlich innerhalb einer Session, wenn ihr
Session, wenn ihr mehrere Wrist Posteds habt. So eine Übung, bei der von jetzt auf gleich gefühlt jegliche Kraft weg ist. Aber gut, zwei Sätze hiervon, dann noch drei Sätze Preacher Curls oder Scott Curls. Noch nie den Unterschied verstanden. Ich glaube, es ist einfach genau die gleiche Übung. Und dann war es das auch für heute. Mal schauen. Armin ist auch da. Vielleicht kriege ich ihn gleich nochmal vor die Kamera mal schauen. So, keine Ahnung, ob ich scharf bin. Ich hoffe es zumindest. Wie gesagt, jetzt hier noch drei Sätze. Eine unglaublich widerspenstige Geschichte hier. Ich dümpel gefühlt seit Ewigkeiten bei den 48 und 13, 12, 11 Reps rum. Ja, was will man erwarten? Ist immer eine Isolationsübung. Und am Ende vom Training, da geht halt nicht mehr allzu viel. Aber gut, wir machen trotzdem das Beste draus, würde ich sagen. Rein da, let's go. Richtig schön die Ellbogen nach innen nehmen. Fixieren, Ellbogen auf Drehgelenkshöhe. Kurze Pause. Das Allerwichtigste, ihr müsst auf diesen konstanten Druck drauf bleiben, komme was wolle. Viel zu viele hören viel zu schnell auf, Druck auszuüben, Zug auszuüben, drauf zu bleiben. Das ist so wichtig, weil klar, irgendwann kommt der Punkt, an dem es schwer wird. Klar, irgendwann kommt ein Sticking Point, der nicht so einfach zu überwinden ist. Aber genau da nicht aufzuhören und weiterzumachen, das ist das Wichtige. Und vor allem diese letzte Exzentrik nochmal mitzunehmen. Wenn ihr mit einer Konzentrik beginnt, dann hört ihr auch mit einer Exzentrik auf. Fertig. Und das ist super wichtig. Ein bisschen machen. Viel zu hören. Das mal als Wort zum Sonntag. Zum Abschluss. Zwei Sätze noch. Ich hab's gesagt. Ich kriege noch vor die Cam. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin hier auf Julian Dornbachs Kanal. Richtig. Wie Sie sehen, sehen Sie Cardio. Cardio. Ja. Und wir sind jetzt 10 Tage, 9 Tage out vor der Newcomer. Armin ist ready. Wir geben alles volle Kanne. So sieht's aus. Wir haben nicht mehr lange zu gehen. Jetzt noch ein paar reguläre Diättage, damit die Blüte dann aufgeladen. Und dann machen wir eine Punktlandung nächstes Wochenende. Wird sehr gut.
schon nervös? Wie geht's dir damit? Also ich habe halt einfach nur den Druck, den eigenen Erwartungen nicht gerecht zu werden. Mir ist wirklich auch egal, wie wir es besprochen haben, was für einen Platz man hat. So, klar, persönlich würde ich mir gerne den Finalplatz wünschen, aber am wichtigsten sind die eigenen Erwartungen zu erfüllen und auf der Bühne zu stehen und zu sagen, hey, das hat sich doch mal gelohnt, die ganze Geschichte, weil anstrengend ist es. Anstrengend soll es auch sein. Wäre es das nicht, würden wir was falsch machen. Und genau das ist auch die richtige Einstellung. Ja? Einfach mal auf sich zukommen lassen, Hausaufgaben erledigen, gerade in der letzten Woche, gerade in den letzten 10 Tagen, kein Fehler mehr. Und dann könnt ihr beruhigt auf die Bühne gehen, ihr wisst, ihr seht gut aus, ihr wisst, ihr habt alles dran gesetzt, alles getan, was notwendig war. Und dann wird das auch gut. Schön. So, wir sind jetzt wieder at home. Und ja, fragt dich, Leute. Ich habe den Kühlschrank aus den Ankern gehoben. Ich bin einfach viel zu stark. Also, das ist ja eh klar, ne? Also, wer so viel Kraft hat. Wir machen heute wieder Rahmen zusammen. Ja, jeder Vlog wird mit einem Rahmen beendet. So wie es sein muss. Und dementsprechend zeige ich euch nochmal, wie ich das Ganze zubereite. Und ja, in dem Fall haben wir hier einmal, habe ich alles? Ich glaube schon. Yes. Haben wir hier einmal Like Chicken. Wer kennt es nicht? Ist du scharf oder? Okay. Genau, davon die Hälfte. Brokkoli. Eine Frühlingszwiebel. Leitmozzarella. Fragt mich warum, aber ich mache Leitmozzarella in meinen Rahmen. 2 Eier. Ein paar Tomätchen. Etwas Sriracha. Salz natürlich. Ein paar Gewürze wie hier Paprikapulver und das Currypulver. Und natürlich den Rahmen an sich mit, weil ich ein unersättliches Etwas bin, noch ein paar Glasnudeln, die ich mit drauf gebe. Und ja, im Prinzip ist es das schon. Und das wird alles in diese Schüssel gegeben, nach und nach. Ich mache aber immer erst die Nudeln rein. Gebt dann heißes Wasser drauf. Ah ja, eine Sache noch ganz vergessen. Darf natürlich nicht fehlen. Und zwar, ja, Edamame. Und macht dann hier alles in diese Bowl. Edamame, Nudeln und gebt dann Wasser drauf. Dann weichen schon mal die Nudeln auf. Macht das Ganze noch nicht ganz voll. Gibt dann, wenn die Nudeln so ein bisschen, ja, locker, ein bisschen weich geworden sind, gibt dann den Rest dazu und gießt dann nochmal heißes Wasser drauf. Im Endeffekt ist es das schon. Und Schritt Nummer 1 ist natürlich immer, den Brokkoli ein bisschen in der Mikrowelle warm machen. Das passiert hier in einer extra Schüssel. Und nein, ich wiege den Brokkoli nicht ab. Ich mache einfach so viel rein, wie ich denke, das angebracht wäre. Das sieht auch ganz gut aus. Das kommt hier dann für 4 bis 5 Minuten rein. In der Zwischenzeit füllen wir schon mal Wasser auf. Ich finde es ja voll geil, wie unscharf, also wie der Hintergrund so nice unscharf wird. Feier ich ja. Das ist eben auch der Unterschied und der Qualitätsunterschied zu Vlogs mit dem iPhone, die auch nicht schlecht sind. Ich habe ja eigentlich, seit ich denken kann, immer mit dem iPhone gebloggt. Aber sind wir mal ehrlich, wie hart nervt es, wenn man irgendwas am Handy gucken muss und dann merkt, oh, ich darf jetzt ja das ganze Handy vom Stativ wieder abbauen. Darf das externe Mikrofon vom Handy wieder abstöpseln. Darf sehen, dass der Akku wieder leer ist.
Also wie oft ich mich schon drüber aufgeregt habe, das glaubt ihr nicht. Und dementsprechend sehr happy, dass ich jetzt hier mir ein Herz gefasst habe und diese Kamera gekauft habe. Ich habe mich erst ein bisschen davon gesträubt, weil ich ja schon eine Kamera von Sony habe und war nicht gerade günstig. 2018, 2019, als ich die mir gekauft habe. Aber die ist halt nun mal gar nicht fürs Filmen geeignet, weil sie super groß ist, also fürs Vloggen, besser gesagt. Und deswegen war es nur eine Frage der Zeit, bis halt eine neue her musste, gerade auch für Reels, gerade auch für die Showdays jetzt mit der großen Kamera dann da rumzulaufen. Zumal ist auch das externe Mikrofon halt einfach kaputt. Und das brauche ich halt hier. Und Punkt Nummer 3 oder 4 oder 5 ist halt der, dass die andere Kamera fest meine Webcam ist und im Büro auf dem Stativ hinter meinem Bildschirm steht. Ne? Und das jedes Mal auf- und abzubauen ist halt einfach so nervig, jedes Mal darunter zu machen. Und man muss ja auch ehrlich sagen, es ist ja eine Geschäftsausgabe. Die Kamera kann ich ja steuerlich absetzen. Was natürlich die Entscheidung dann auch wesentlich erleichtert, als wenn man jetzt einfach von seinem Nettoeinkommen eine Kamera für, weiß ich nicht, fast 2000 Euro kaufen muss. So. Wie gesagt, ein bisschen Sriracha drauf, hab ein paar Gewürze reingemacht, ein bisschen Salz extra. Das ist ja doch eine gute Menge an Food. Da mache ich meistens noch so ein bisschen Erdnusspulver hier drauf. Genau. Die werden einmal gewascht. Gewaschen. Sache ist, diese Raw Blocks so häufig raushauen, das funktioniert nur, wenn man nichts davon wegschneidet. Ja, wenn man nicht jede Sequenz nochmal sich anhört und alles bis aufs letzte Wort auseinandernimmt und deswegen solche Versprecher und alles, was halt per se ein bisschen off ist, landet halt dann trotzdem im Blog, weil sich das alles halt nochmal anzuschauen und die Sprechpausen rauszunehmen, das wird halt den Rahmen komplett sprengen, weil am Ende mache ich alles alleine und das ist ja nur ein Extra. Das ist ja nichts, was mir irgendwie Einkommen gibt oder irgendwas bringt, außer euch hoffentlich ein bisschen zu unterhalten abends oder morgens oder wann auch immer. Ich freue es ja generell, wenn ihr diese Vlogs anschaut. Dann würde ich jetzt wirklich überall reingehen, das wird sich halt und alles auseinandernehmen, jedes einzelne Wort, jede Szene, die jetzt vielleicht nicht so spot on ist, nochmal separat schneiden, das wird halt in keiner Welt Sinn machen. Und dann bin ich wahrscheinlich besser bedient, wenn ich die Zeit irgendwie in Reels oder vielleicht, I don't know, Videos, Technikvideos oder so, die ich nochmal für meine Übungsbibliothek mache, wenn ich da Zeit investiere, mit der Kamera schon Vlogs zu machen. So. Ja, eine ganze Frühlingszwiebel muss rein. Mich würde zwar interessieren, Frühlingszwiebel, ne? Ist ja so eine Geschichte. Meine Freundin sagt immer, oder isst gerne diesen grünen Teil. Und ich denke mir so, nein, das Beste ist doch der weiße Teil. Der grüne Teil ist doch nur so Unkraut. Ich weiß nicht. Also klar, ich schneide davon jetzt auch hier was rein. Aber das hier landet halt im Müll. So, das werde ich jetzt hier nicht mehr essen. Das Beste an der Frühlingszwiebel ist halt, Facts, ist halt einfach das Weiße. That's what she said. So, das dazu. Der Brokkoli ist jetzt auch so langsam fertig. Und ich wechsle mal mit euch hier ein bisschen die Perspektive. Und ihr seht, der Brokkoli ist jetzt schön am Dampfen, ist jetzt schön ready. Und jetzt kommen die zwei Eier hier rein. Und dann das Light Chicken
Einfach so. Natürlich muss man es wahrscheinlich durcherhitzen. Ja, vor dem Verzehr gut durcherhitzen. Aber ich nehme mal an, kochendes Wasser sollte ausreichen als Hitze. Wahrscheinlich werden jetzt 10 Leute in die Kommentare schreiben. Wobei, nein, so viele Leute gucken gar nicht mein Video. Dass man das nicht machen soll, aber Leute, man lebt nur einmal. Ich nehme keine Steroide. Ich bin gesund. Ich kann auch so ein paar Light Chicken Pieces, die nicht durchgebraten sind, ab. So. Und ich werde jetzt mit euch gemeinsam dieses Ei hier schälen. Und ich hoffe, dass es ein Ei ist, das sich gut schälen lässt, weil es gibt nichts Schlimmeres wie Eier, die sich nicht gut schälen lassen. So. So sieht das hier aus. Und es ist ein Ei, das sich, wer hätte es gedacht, nicht gut schälen lässt. Ja, und es sind tatsächlich diese Billo-Ostereier, weil ich habe keinen Nerv, mir Eier zu kochen. Ich bin ganz ehrlich, also dafür bin ich einfach viel zu faul. Und ihr seht, das ist halt dumm. Naja, vielleicht wird das zweite ein bisschen besser. Nicht wirklich. Perfekt. Lieben wir. Mittlerweile, für alle, die die Hurghada Urlaubsvlogs gesehen haben, mittlerweile esse ich zumindest wieder das Eigelb. So groß ist der Food-Fokus dann doch nicht mehr. Okay, also. Dann einmal die Hälfte hier von unserem Like Chicken. Sollte ungefähr die Hälfte sein, ein bisschen. Und der Mozzarella. Und ja, steinigt mich, aber ich schneide den jetzt hier mit der Schere. Genau, und dann kommen hier noch ein paar Tomätchen rein, weil warum nicht? Warme Tomaten sind es einfach. Ich sag's, wie es ist. So. Muss reichen. Und dann, zu guter Letzt, noch der Brokkoli. Wunderschön. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie viel Kalorien dieses Mehl hat, weil ich mache das immer so ungefähr. Ich schätze mal so an die 1000 wird es haben. Aber die sind eben auch noch drin, die sind auch noch offen für heute. Und deswegen passt das schon. Also ihr seht, ich bin jetzt auch nicht der in der Off-Season jetzt hier jedes Gramm perfekt abwiegt und alles haargenau macht. So viel Lebensqualität und Entspanntheit muss dann auch noch sein. So. Und ich nehme mal das kochende Wasser an. Und das hier in die Spülmaschine. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder am Essenstisch, wenn das Ganze ready ist. Bis gleich. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Und ja, das war's dann für heute. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und ja, würde mich freuen, wenn ihr hier unten mal ein Abo dalasst und ja, den Kanal unterstützt. Sowie bei Quantum Leap Einkauf mit dem Code Julian10. Und ja, ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt, dass ihr euch was gegönnt habt mit meinem Code und sagt mir auch gerne, wie euch die Produkte gefallen. Ich habe doch einen relativ engen Draht auch zu Quantum Leap selbst und ja, wenn irgendwie Kritik da ist oder konstruktive Lösungsvorschläge zu bestimmten Problemen, die ihr vielleicht seht oder zu Produkten, die ihr vielleicht noch haben möchtet oder zu Geschmäckern, die euch noch fehlen oder was auch immer, lasst es mich wissen. Ja, und ansonsten genehme ich mir jetzt hier meine Bowl und dann sehen wir uns die Tage wieder. Ich wünsche euch